Es wird Zeit für eine Reise in die antike Zeit mit Assassin's Creed Odyssey. Ich freue mich drauf. Erstmal neues Spiel starten. Ja, muss nämlich ein paar Soundeinstellungen machen. Weil ich ganze Spiel heutzutage viel zu laut sind am Anfang. Ich habe auf jeden Fall nicht viele Assassin's Creed Teile gespielt, aber ich habe Origins gezockt, das letzte. Und das hat mich dann wieder so richtig angeturnt von der Assassin's Creed Reihe. Und das ist ja jetzt quasi Origins, bloß halt wieder besser. Also quasi wieder ein paar Feinheiten mehr und so Sachen. Auf jeden Fall mehr RPG-lastiger. Und das gefällt mir halt auf jeden Fall, weil genau das, der Shit ist nämlich anturnt. Mit den ganzen Looten und Leveln. Bereit, mein König. Sag dir, Nickes. Bist du je mit deinem Sohn fischen gegangen? Nein, nie. Ich habe nur das Soldatenleben kennengelernt. Ich wäre gern mit meinem Sohn fischen gegangen. Ich auch. Oh, wenn ich gar keinen Sohn habe, aber auch egal. Stellen wir uns unserem Schicksal. Spartiaten! Jeder eurer Atemzüge hat euch zu diesem Punkt gebracht. Jeder Tropfen Blut, Schweiß und Tränen, all das führte euch dahin, wo ihr steht. Hier und jetzt. Die Perser rücken an, um uns alle zu versklaven. Ich habe einen besseren Plan. Ich sage, wir huldigen den Götter mit ihrem Blut! Was sagt ihr dazu, Spartiaten? Für unsere Söhne! Für unsere Töchter! Für Sparta! Ja. Erstmal fährt der Kampf, oder was? Geil. Was? Hab ich jetzt schon? Alter. Also wenn man so in dem Teil kämpfen kann tatsächlich, dann ist geil. Aber ich schätze mal nicht 1:1, weil das ist halt wieder. Wie soll ich sagen? Ist halt abgefilmt quasi. Oh, ich hab schon einen, geil. Ja, ein Slash der Angriff. Bonusinhalt freigeschaltet in der König-Quest. Ja, ja, okay. L1 plus X, dich halt überrennen. Was hab ich denn noch alles? Jawohl, Alter, ist mal so Druck, weil ich was. Man kann treten. Alles klar, bestes Assassin's Creed überhaupt. Ich kann den Feind einfach treten. Bam. Ja, über drei halt erstmal nochmal nachstechen, Alter. Wie die Leiche weggeflogen ist, Alter. Uhuhu. So, wo ist der andere Typ? Da hinten. So. Jetzt habe ich zumindest die drei. Ne, da ist noch einer. Wie Stück von denen? Katzin? Alter. Ja, über drei halt. Jawohl, one gegen one. Ist ja eigentlich wie im S, wie in Origins. Da hat man auch am Anfang 1 gegen 1 mit so einem Typen gehabt. Xerxes schickt seine Schafe zum Schlachter. Komm, Perser!
dein Kopf, du törichter Spordiot! Er hat zwei, um die Dinge zu besprechen. Warte mal, kann ich gedrückt halten und dann tut er automatisch jetzt ausweichen? Ah nein, aber wenn ich es gedrückt halte, macht er quasi noch so Ausweichrollen. So, R2 um Deckung zu durchbrechen, wenn ich rankommen würde. Ich mach mal den an, weil es mir nach einem Rampage-Skill aus oder sowas. Bam. Mein Sohn ist der Krieger, als du es bist. Wenn ich mit dir fertig bin, werden alle Söhne Spartas Xerxes Sklaven sein. Okay, ich muss mich auf jeden Fall daran gewöhnen, dass man jetzt so einen weiten Ausweichrolle machen kann auch. Das lässt sich arrangieren. Ohne deine Armee bist du nicht mehr so vorlaut. Was? Warum blutest du dann so stark? Oh mein Gott. Das ist immer das Schlimmste, in einem Spiel in die Steuerung reinzukommen am Anfang. Mit Ausweichen sozusagen. Hab ich dich. Alter. Ja. Kein Gegner für einen Spartiaten. Ist ja gar nicht übertrieben, Alter. Erstmal ganz spät durch seinen Gedämm oder ziehen, Alter. Wir wurden verraten, mein König. Xerxes weiß von dem geheimen Gebirgspfad. Sie kommen. Bis zum Morgen seid ihr komplett umzingelt. Wir sind Spartiaten. Wann sind wir es nicht? Spartiaten? Dieses Wort wird nichts mehr bedeuten. Xerxes euch vom Angesicht der Erde. Ja! Alter, das gefällt mir jetzt schon der Teil, Alter. Heutigen Tag werden die Perser niemals vergessen! Und dann morgen wird sich die ganze Welt erinnern! Geile Gewaltverherrlichung. Endlich. Ja, und das ist dann wieder die aktuelle Zeit. Gegenwart. Wow, das ist Cass Layla. Glaubst du wirklich, das ist der Speer? Oh ja, das ist es. Und das Buch lag fast genau darüber. Ich hatte noch nie so viel Glück in meinem Leben. Okay, los geht's. Willst du dem Ding wirklich trauen? Ich meine, das Buch könnte... Fein hoch, Victoria. Du bist der Boss, Boss. Ich bereite alles vor. Der gute alte Animus. Okay, gut, pass auf. Ich habe seit dem letzten Mal ein paar Änderungen vorgenommen. Mit der modernen Technik kann man einfach nicht Schritt halten. Ich kann die Simulation auf die maximale sensorische Synchronisation einstellen, wenn du möchtest. Ah, ja. Standard Erfahrung für Spieler, die mit RPG-Mechaniken vertraut sind, die sie mich auskennen. Wer für schwer? Ich glaube, ich starte mal auf schwer. Ich meine, das kann man ja später noch unterstellen. Mal sehen, was das Baby zu bieten hat. Ganz oder gar nicht, wie ich immer sage. Sag Bescheid, wenn es dir zu intensiv wird. Ich kann die Einstellungen jederzeit ändern. Hier legst du fest, wie viele Informationen ich dir einspeisen soll, während du im Animus bist. Führt der Modus mit ein eher traditionelles Spielerlebnis. Marke werden zu jeder Zeit angezeigt.
Quest erhält es automatisch. Ein neuer Ansatz, du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Ich muss gerade echt überlegen. Alles kann man ja, glaube ich. Es wird zumindest nicht gesagt, dass man das umstellen kann. Brauche ich mal kurz einen Moment. Oh mein Gott. Auf jeden Fall ist halt immer die Frage offen, geführt oder normal. Ich habe echt keine Ahnung. Der Vorteil ist natürlich, geführter Modus ist wie immer, du hast halt alles angemerkt. Ich weiß halt nicht, wie schwer das ist. Ich würde halt auch gerne wissen, ob man es umstellen kann. Ich google mir das mal kurz, weil ansonsten würde ich natürlich gerne mal das mit den ausprobieren mit dem neuen Modus, dass du alles selbst erforschen musst. Ich bin tatsächlich für Erforschungsmodus. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme klar. Ein bisschen Unabhängigkeit hat noch keinem geschadet. Zumindest glaube ich das. Gib einfach Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Ich kann die Hilfen jederzeit wieder einschalten.
Hör mal, Leila, bevor du da reingehst, wenn dieses Buch recht hat, warum sagen sie es einfach direkt beim Auswählen? Ich habe jetzt überlegt, was ich nehme, und dann wird erst im Nachhinein nach der Entscheidung gesagt, das kann umstellen. Dieser Typ schrieb über magische Objekte und den Willen der Götter. Herodotos ist nicht Homer, sondern der erste Geschichtsschreiber, und in diesem Text steckt mehr Wahrheit, als du vielleicht glaubst. Wem sollten wir bei der Suche nach ISO-Artefakten mehr glauben, als dem Mann, der sagt, er hätte einen ihrer Nachfahren getroffen? Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Vielleicht hast du recht und dieser Speer und das Buch haben nichts zu bedeuten. Aber etwas sagt mir, dass es nicht so ist. Und ich werde Abstergo nicht den Vortritt lassen. Du hast recht, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Es gibt nur ein kleines Problem. Und das wäre, das Manuskript ist in schlechtem Zustand, gelinde gesagt. Und die DNA auf dem Speer konnte zwei Personen zugeordnet werden. Du musst dich für einen der beiden DNA-Stränge entscheiden. Die Wahl liegt bei dir. Lexius oder Cassandra? Kann die Entscheidung nicht mehr ändern. Ja gut, man hat eigentlich von fast jeden Assassin's Creed Teil, glaube ich, einen Mann gespielt, deswegen auch mal spielen. Sie wird uns helfen zu finden, wonach wir suchen. Ich habe da ein gutes Gefühl. Alles klar, Boss, dann können wir anfangen. 431 vor unserer Zeit. Wir kommen. Der Beginn des Peloponnesischen Krieges. Viel Glück da drin. Ich will dir keinen Druck machen, aber es hängt alles von dir ab. Ja. Diesmal wird Abstergo nicht gewinnen. Wenn dieses Buch recht hat und wir das Artefakt wirklich finden, können die Assassinen endlich zu alter Stärke zurückfinden. Du schaffst das schon. Oh, und Victoria? Lies das Buch. Es enthält Geheimnisse, die ich alleine nicht finden werde, wenn ich da drin bin. Ei, ei, Captain. Das ist ein cooler Ladescreen jetzt. Einfach plöpp. Ja, das sieht halt einfach fett aus. Arschritze von der Statue. Wie weit will der? Ja, aus diesem Mini-Fluss hat er einen Fisch rausgeangelt, ist klar. Oh, Open World-Spiele sind so geil. Allein die Landschaft sieht jetzt schon geil aus, Alter. Ja klar, als ob das genau so anfängt, Alter. Der Zyklop hat eine Nachricht für dich. Sag deinem Boss, die kann er sich in seinen... Für letzte Woche! Malaka! Der Zyklop sagte, du spielst gern die Harte. Dann sei hart! Komm etwas näher, dann erlebst du es. Du solltest mittlerweile wissen, dass der Zyklop seine Schulden immer eintreibt. Du musst deine Lektion lernen. Wenn der Zyklop mich etwas lehren will, dann soll er selbst herkommen. Ah, okay, man kann jetzt richtig parieren. Kommt mir vor, aber auch schon, oder? Na, komm. Vielleicht schnell sich kaputt, Alter. Easy, Spiel durchgespielt. Letzte Woche? Diese Scheiße passiert jede Woche. Ich kann so nicht weitermachen. Ach, danke für die Warnung. Das stimmt. Wer ist das jetzt? Was
ist mit dir passiert? Weib. Gar nichts, Phoebe. Es ist alles wieder gut. Phoebe. Wieder der Zyklop, oder? Hat er seine Lektion noch nicht gelernt? Offensichtlich nicht. Na klar. Bedien dich ruhig. Hast du auch Hunger, Ikaros? Meinst du, Zeus wird mich auch mit einem Adler segnen, so wie er dich gesegnet hat, Cassandra? Vielleicht kannst du ihn für mich darum bitten. Ich werde Zeus für dich fragen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Endlich. Also, was hat dich hergeführt? Oh, das hätte ich fast vergessen. Markus sucht nach dir. Ach, was will dieses Wiesel jetzt wieder? Ich weiß nicht. Er will dich in seinem neuen Haus treffen. Auf seinem Weingut. Was? Ein Weingut? Malakka. Das Gut liegt auf dem Weg nach Sami. Malakka. Er wird ihn reich machen. Seit wann hat er ein Weingut? Seit wann gehört ihm ein Weingut? Seit gestern, glaube ich. Also. Spontankauf. Markus, der mir noch Drachmen schuldet, kauft ein Weingut? Von welchem Geld? Weiß nicht. Wo kann ich Markus' neues, schönes Anwesen finden? Kennst du die Statue des Zeus auf dem Einos? Es ist südlich von dort. Naja, dann werde ich mal besuchen gehen. Ich denke, ich schulde Markus einen kleinen Besuch. Danke, Phoebe. Ob der das haben möchte dafür? Ja, übertreib. Ich werde Markus sagen, dass du kommst. Ja, klar, das Geld habe ich voll gebraucht. Oh, mein Kopf. Verschwindet. Oh, ich habe Entscheidungen, geil. Die Entscheidungen, die du triffst, haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Wäge sie daher gut ab, da sie manche auf dich auswirken und dauerhafte Folgen haben. Verschwindet, Alter. Genug jetzt. Sag diesem einäugigen Irren, wenn er euch nochmal schickt, schneide ich ihm sein anderes Auge auch heraus und verfüttere es an meinen Vogel. Ich treffe Markus, sobald ich angezogen bin. Klettern, klettern. Easy. Besucherin. Sehen wir das an. Ja. Da haben wir nichts Neues. Immer noch keinen Bogen. Ja, Abschnitt des Lächeln. Will das suchen? Ich brauche einen Bogen. Ich kann schnell speichern. Cool. Ich weiß, es ist immer geil. Bin ich Stufe 5. Ja. Alles ansehen, was ich habe. Und geht. Ja, hier gibt's Shop. Was ist da drin zum Beispiel jetzt? Rüstung wahrscheinlich und das Pferd. Das Skin? Ja, wow. Ja, so Skin. Ja, klar. Erweiterungen. Diesen Pass habe ich. Ausrüstung. Auch nur das. Schiffe. Gut. Ah, ich kann hier noch Loot sammeln. Bam, 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 bam. Gratis. Kann ich die Sachen jetzt anziehen? Oder ist Frau die? Du weißt, ja. Hey. Auf Waffen? Nee. Helm unsichtbar. Ja, auf jeden Fall unsichtbar. Ich bin nur Markus und rede mit ihm.
So, jetzt aber die wichtige Frage wegen den Fähigkeiten. Ziel ausmachen. Spüre das nächste Ziel mit Hilfe von Questhinweisen oben links auf dem Bildschirm auf. Informationen auf der Weltkarte. Auf bald du dich für den Ort entschieden hast, den du erkunden willst, drücke ich es, um eine Markierung auf der Karte zu platzieren. Und das Cypher. Das müsste eigentlich dann einer der Fragezeichen hier sein. Auf Kefalion, also als die Insel. Auf der Südseite. Naja, das ist so mein. Na, weil es ja generell immer noch dann im Süden. Ich renne erstmal zum ersten. Wer ist eine Marke? Oh, da hinten. Oh. Auf ich mal. Was gibt's denn hier? Also auf jeden Fall kein Anwesen. Eine Höhle. Rein da. Hier gibt's einen Schatz. Das war doch nicht der Schatz, ne? Ne, hier geht's weiter. Auch hin. Ein Schwimmzug. Da ist die Kiste. Und abgeschlossen. Ja, easy. Kann man hier an der Decke atmen? Nein? Dann sollte ich mal hier schnell wieder rausgehen. Ja, da unten ist auch meine Sauerstoffanzeige, die blaue wahrscheinlich. Leben. Also was habe ich doch wirklich. Oh, rennen wir mal zum nächsten Fragezeichen. Also in der Hütte? Oder was? Da ist eine Frau drin. Die weint. Okay, jemand wurde irgendwie von der Vase anscheinend erschlagen oder sowas. Ist auf jeden Fall auch kein Anwesen, aber hier ist irgendwas wieder. Kann man hier durchsuchen? Aber man kann hier Olivenholz holen sich. Rack der verlorenen Banditen. Da vorne hockt auch jemand. Er scheint auch böse zu sein, Fragezeichen. Minion. Ein Schatz plündern. Das ist jetzt der Schatz, ja. Ach Leute, ich habe gleich mitgenommen. Will ich nicht. Aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall erstmal das mit dem Erkunden, also das mit den, dass mir, dass ich mir die Quest finden muss und sowas, doch dann ausstellen, weil es dann auf Dauer dann doch lange dauert. Wenn ich mir mal eine Schufe auszeigen, aber ja, Fähigkeitspunkte erhalten. Wo habe ich denn das Menü? Ah, Hauptmenü da. Nein, nicht Shop. Optionen. Und Gameplay. Geführt. Ja. So fängt es an. Ja. Wenn ich jetzt noch frage, ich habe. Okay, auf jeden Fall einen Adler habe ich schon mal. Mit dem ich die Sachen aufklären kann.
Fackeln könnte ich da unten auswählen, wenn ich eine hätte. Ich habe noch kein Pferd. Gut, dass es schon mal geklärt worden ist. Ich kann da oben noch die Ruine abchecken. Mach ich glaube ich auch direkt mal. Und was für Waffen habe ich eigentlich? Ich habe ein Schwert und ich habe den Speer. Ja. So ist Prärien, ja. Okay. Ich stecke die Waffen eigentlich wieder weg. Von alleine wahrscheinlich dann einfach immer. Alpha-Tier liegt. Oh, Wolfbau, okay. Ja, was nicht verfügbar. Ja, komm, komm, komm. Ja, die Wölfe, wenn jetzt sterben. Bam, Junge. Easy. Wolfsfell und Weißleder. War anscheinend alles hier schon. Wo jetzt echt soll man da hinlaufen? Hüpp-di-dü. Ich würde ja gerne so ein Tier töten, aber die laufen halt schneller als ich. Was sind das Banditen, die lauern? Ja. Wow. Da ist sie! Schnapp sie! Bei Ares, wir schneiden dich in Stücke! So dankt ihr mir, dass ihr noch lebt? Keine Manieren. Bam! Weißt du, das ist, wenn die Typen schon weglaufen und dann tun die wieder einen einfach eine Falle stellen. Jetzt müssen sie sterben, so oder so. Jetzt habe ich keine Gnade mehr, Junge. Ah, Bogenschütze. Junge, Alter. Bam. Er legt sich mit mir an, Alter. Looten und leveln. Looten und leveln. Eins. Eins. Ah, nee, nee, Leiche will ich nicht aufheben. Nur den Loot. Das muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Da siehst du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Alter, wie viel hier schon wieder zu entdecken gibt, Alter. Ein Rätsel finden. Hm. Erstmal zum Markus. Land der verlorenen Träume. Hm. Dem scheint es eigentlich gar nicht so schlecht zu gehen hier. Aber der schuldet mir auch noch Geld. Herr, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jeder einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Vöbel war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein. Ja. Und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir?
Du weißt nicht, wie man Wein herstellt. Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Oh, wie sicher. Ich bin gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste. Sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris? Schon wieder? Warum leihst du ihm immer wieder Geld? Er ist ein treuer Freund. Seine Familie. Wie geil ist eigentlich? Der Typ leiht sich von mir Geld. Und es leiht jemand anderes an. Du kannst mit Geld nicht umgehen. Ich will mein Geld. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Ja. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Nimm das Schnellste. Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Mir gefällt das Rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Der Unterschied ist wahrscheinlich einfach das. Das eine ist gut zum Kämpfen, das andere haut nicht so schnell ab, wenn es in eine Kampfsituation kommt. Oder sowas. Und das andere ist einfach gut für Gebirgspässe. Deswegen nehme ich das linke Pferd. Aber kämpfen kann ich so Fuß, wenn es was ausmachen sollte, wirklich. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Und zwar? Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Wähle mit Bedacht. Das ist bei jedem so ein Scheiß? Dieses da? Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Ich nehme das linke jetzt, egal was er sagt. Wähle mit Bedacht. Ey, halt dein Maul. Ich nehme das linke. Dieses da? Dieses da? Ja. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Doris hast. Ah, Euterpe. Es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phöbe wurde entführt. Was? Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin ist. Das ist Schmarotz, Alter. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Doris, Cassandra. Und los. Ja, aber jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause. Mal ein bisschen was zu trinken holen und danach geht's weiter.
Und ich freue mich schon. Allein jetzt, wo man fährt, hat Alter, es wird so eine geile Zeit mit dem Spiel, Alter. So eine geile Zeit. Ja.